Hallihallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu einer neuen Folge Goodbye Deponia. Beim letzten Mal habe ich ja nicht wirklich irgendwie was auf die Reihe gebracht. Und ja, mal gucken, ob das jetzt besser wird. So. Also ich bin ja der festen Überzeugung, dass wir irgendwas hier machen müssen. Und ich werde einfach mal... Es wäre schon lustig, ihn mit Läusen zu verseuchen, aber leider fehlt ihm dafür eine wichtige Grundvoraussetzung. Haare. Okay. Ja, das wäre lustig. Aber ich kann diese einmalige Gelegenheit nicht für einen billigen Karlauer verschwenden. Ich denke vor allem... Okay, das wissen wir. Absurder Humor ist ja an sich okay. Aber ich kann diese einmalige... Ich denke vor allem... Absurder Humor... Aber ich kann diese ein... Ich denke vor allem... Okay, Shampoo Visma funktioniert nicht. Es wäre schon lustig, ihn mit Läusen... Aber leider fehlt ihm der... Es wäre... Aber es wäre schon Na. Lustig, aber leider... Ach, hey. Solange er es nicht vermisst, ist es auch kein Diebstahl. Ich sehe, dass du verzweifelt bist, Rufus. Gönn dir eine Pause. Dein Schicksal ist bereits geschrieben. Mag sein, aber diese Klaue kann doch eh kein Mensch lesen. Das könnte alles Mögliche bedeuten. Was ist das? Ein Shampoo? Sehe ich so aus, als hätte ich Probleme mit fettigen Haaren? Es hilft auch gegen Läuse und Schuppen. Dann solltest du es lieber behalten, oder? Okay, wir brauchen es für ihn. Okay. Dieser Kopfkissenbezug ist von hervorragender Qualität. So viele Kopfläuse können nicht irren. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Diese Situation ist wichtiger und... Das eignet sich wohl... Okay, ja, ich weiß es nicht. Ist vielleicht da die Wäsche schon fertig? Die eignen sich hervorragend, um Bananenreste aus Starkstromsteckdosen zu poolen. Geht das? So, du hast jetzt Pause, Schiedvogel. Das kommt davon, Dummschnabel. Das wird dem Großmaul eine Lehre sein. Glitschig. Ew. Okay, jetzt haben wir... Fische sind noch nutzloser als Väter, die ihren Söhnen Aquarien schenken. Obwohl diesen ein Affe viel mehr zusagen würde. Mal gucken, ob ich ihn lecker zubereiten kann. Der bestand ja komplett aus Faulgasen. Jetzt sind nur noch die Schuppen übrig. Können wir die da drauf? Na, großartig. Da hat man schon mal Schuppen und dann sind sie zu nichts zu gebrauchen. Nee, noch einmal greife ich meine Hand... Nee, Moment.
Das sind meine Füße. So viel Zeit muss... Okay, sorry. Das war nee. Auszusehen. Noch einmal greife ich da bestimmt nicht rein. Meine Hand riecht jetzt noch nach Fisch. Nee, Moment. Das sind meine Füße. So viel Zeit muss sein. Okay. Können wir vielleicht... Können wir... Kann es denn... Nee, nicht im Ernst, oder? Gute Idee. Aber so würde er es bemerken. Dann kippen wir es halt da. Schuppen in der Kapuze eines Kahlkopfs. Genial. Wenn es so etwas wie eine Auto-Ehe gäbe, würde ich mir noch heute einen Antrag machen. Was ist das? Ein Shampoo? Sehe ich so aus, als hätte ich Probleme mit fettigen Haaren? Es hilft auch gegen Läuse und Schuppen. Dann solltest du es lieber behalten, oder? Ich lache mich jetzt schon kaputt. Kann ich noch mal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Was treibst du da eigentlich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage... Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Vielleicht hast du recht, ich... Igitt, was ist das denn? Ich habe Schuppen. Das ist eine Katastrophe. Und ich habe das ganze Hotel-Shampoo auf dem Schwarzmarkt gegen Zigaretten eingetauscht. Steh da nicht so rum. Du was? Das ist Shampoo. Ein Shampoo, meine Rettung. Raus mit dir. Ich muss duschen. Abgeschlossen. Paranoider Fatzke. Oha. Das Gespenst frönt der Spukerei. Da sollte ich lieber nicht stören. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Huga, huga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Huga, huga, schalali. Huga, huga, schalala. Oh mein Gott. Hey, so einen Korken könnte ich gut gebrauchen. Und du bleibst schön brav da drin, Mr. Toffee, okay? Mr. Toffee? Oh. Wo ist er denn? Gut. So ist kein Rankommen. Ernst jetzt? Er hat seine Kutte hier liegen lassen. Bestimmt möchte er, dass der Zimmerservice sie zur Wäscherei bringt. Das Gespenst frönt der Spuker. Da sollte hierfür, wie zum Beispiel, da sollte Moment, das Gespenst. Moment, Moment, Moment. Hierfür muss es eine logische Erklärung geben. Wie zum Beispiel, ich habe die nächste Evolutionsstufe erreicht und Spir. Okay, das wissen wir, das kennen wir schon. Beim Belegen einer Pastete sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Erneut sind es allein die Lim. Moment, der Korken? Nein, 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 ich habe eine Idee. Und zwar der Korken würde doch perfekt in das. Hahaha.
Und zwar... geht doch jetzt die Spülung. Nanu, was ist denn da los? Eine Jungfrau in Nöten? Was soll ich machen? In die Kloschüssel gucken? Also, irgendwo ist aber auch... Augenblick mal. Da liegt ja wirklich was in der Kloschüssel. Das ist ein Klostein. Also, wer wirft denn sowas Cooles in eine Kloschüssel? Ach. Ich glaub's nicht, dass wir da was gefunden haben. Können wir die nochmal betätigen? Okay. Mit diesem Shampoo von Bosos Mama könnte man ein Vermögen verdienen. Ich behalte das mal im Hinterkopf, falls meine Karriere als Weltenretter scheitern sollte. Kann ich noch mal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Nein, irgendetwas stimmt da noch nicht. Vielleicht sollte ich mir doch noch mal die Augenbrauen zupfen. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders. Ach, keinem ja, ja, von ja, uns. Ja. Ja, was mit dem ich sehe, dass du gönn dir dein Schicksal. Mag sein, aber das könnte alles... Vielleicht ihm... Zieht er ich nicht. Sehe, dass gönn dir dein Schicksal. Mag sein, das könnte alles... Können wir jetzt eigentlich mit dem Glas irgendwas machen? Welche Lebensform hat Haare auf den Beinen und frisst ihren eigenen Ehegatten, deine Mutter? Oh Gott, können wir das... Der Klostein färbt ja. Besser, ich halte ihn von den anderen Sachen fern. Der Klostein färbt ja. Besser, ich halte ihn von den anderen Sachen fern. Okay, ich denke mal, das werden wir später für ein Klitis seine Klamotten vielleicht brauchen. Das könnte gut möglich sein. Stimmt ja. Hier fehlen noch ein paar künstliche Farbstoffe. Das Auge isst ja mit. Schön. Laut Verfallsdatum kann man diese Pastete noch gut essen. Vorausgesetzt, ich interpretiere dieses Piktogramm von einem Jäger, der einen Büffel erlegt, richtig. Okay. Rein theoretisch könnte man es dem Boso jetzt geben, oder? Das wäre doch ein schönes Spektakel. Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Buh, dieser Hotelfraß ist gar nicht mal so lecker. Im Gegenteil, mir ist auf einmal so... Ja, wie ist mir denn? Krank? Ich glaube, ich hab Fieber. Ist meine Fumme blau. Wie Doc am Grill Donnerstag. Kein Widerspruch von mir. Oh nein, das sind die Schüttelpocken. Und kalt ist mir auch. Du hattest wohl recht. Ich sollte mir schleunigst etwas anziehen. Kannst du mir vielleicht meine Sachen holen? Was tut man nicht alles für seine Freunde? Haben wir doch schon da. Hier. Ich hab deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Du hast wohl recht. Danke, Rufus.
Du bist eben doch ein guter Freund. Sag ich doch. Hier hast du mein Handtuch. What the? What? Wow, das ging schnell. Ich habe ihn vor einer Schüttelpockeninfektion bewahrt. Freunde tun sowas füreinander. Hey, Bozo. Sorry, ich muss hier weg.